Hallo, ich heiße Edward, da in Europa, in Kanada, habe ich immer Ed geheißen oder Eddie. Ich wohne seit 30 Jahren in Österreich und vor 34 Jahren ist was wirklich unglaublich mir passiert. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so perfekt, ich rede mehr so ein Cowboy-Deutsch. Vor 34 Jahren in Vancouver habe ich was wirklich Wunderbares erlebt. Ich habe ziemlich ein schwieriges Leben gehabt. Ich habe so 10 Jahre schwer Drogen genommen. Und auf einmal ist ein Freund zu mir gekommen und hat gesagt, er hat was wirklich Unglaubliches entdeckt. Und es hat mit Yoga zu tun, mit Meditation. Und er hat nie sowas erlebt. Ist zu einem Programm gegangen, hat gelernt, wie man meditiert. Und dann hat die ganze Nacht gespürt, wie diese Energie in ihm fließt. Und hat seine Energiezentren im Körper gespürt. Sein Herz ist aufgegangen. Er war wirklich wie ein anderer Mensch. Und ich habe ihm natürlich nicht am Anfang geglaubt. Er hat gesagt, du kannst mit mir kommen und wir werden es anschauen, ein bisschen. Und 2 Tage später bin ich mit ihm in die Stadt gefahren, in Vancouver. Und ich habe ein paar nette Leute kennengelernt. Und wir haben zusammen meditiert. Und jahrelang habe ich vorher durch meine Jugend versucht zu meditieren. Und ich habe nicht gewusst, was Meditieren ist eigentlich. Und ich bin erst dann darauf gekommen, dass eigentlich Meditieren ist ein gedankenfreier Zustand, wo man ganz bewusst ist, aber es ist ganz still innen. Es gibt keinen Lärm, keine unkontrollierbare Gedanken. Es ist ganz, man herrscht seine eigene Selbst eigentlich. Und ich muss sagen, bei diesem ersten Erlebnis, ich habe nicht viel Deutliches gespürt, weil ich war, wie gesagt, ziemlich kaputt innen. Meine Aufmerksamkeit war irgendwo. Aber nach 2 Wochen, ich habe das ausprobiert zu Hause, so 20 Minuten ist mit Sahaja Yoga. Ich habe verschiedene Yogas und Meditationen vorher probiert. Und ja, 20 Minuten in der Früh und 20 Minuten am Abend habe ich Sahaja Yoga probiert. Ganz einfach. Und innerhalb von 2 Wochen habe ich dann, ich bin so wie aufgewacht. Ich habe gesehen, mein Leben war ganz kaputt. Ich war 24 Jahre alt. Ich habe keine Ausbildung gehabt, keine Arbeit. Habe viel getrunken und geraucht und so weiter. Und dann habe ich gesehen, dass ich habe so wie atmen können zum ersten Mal. Als ob ich unter Wasser war die ganze Zeit. Ich bin aufgewacht und ich habe die Drogen und alles hinter mir gelassen. Ich bin umgezogen. Es ist sehr schön auf der Westküste von Kanada. Es gibt so Inseln und so. Ich bin weggezogen auf eine Insel eine Weile, ein paar Wochen. Und ja, mein Leben hat sich ganz schnell geändert. Und meine Mutter hat sich gefreut, weil ich habe nie was gemacht vorher wirklich und war sehr lethargisch und ja. Und so in kürzester Zeit habe ich dann ein ganz neues Leben angefangen mit dieser Sahaja Yoga Meditation. Sahaja heißt eigentlich, es ist ein altes Sanskrit-Wort, in sich geboren, drinnen. Schon eingebaut und spontan. Und es war wirklich, als ob ein System in mir schon eingebaut war. Und es, so wie ein Weihnachtsbaum, plötzlich sind die Lichter angegangen und ich habe dieses ganze System in mir entdeckt. Und es ist eigentlich jenseits die Gedanken, weil die Gedanken sind beherrscht von unserem Ego und unseren alten Bedingungen. Und man hat zum ersten Mal wirklich Zugang zu Wahrheit. Man kann spüren, was konstruktiv ist und was destruktiv ist. Und
Es hat eine Weile für mich, manche Leute können das ganz deutlich gleich am Anfang spüren. Ja, das ist 34 Jahre her und ich merke wirklich, die Leute heutzutage sind viel mehr sensibel, besonders die jungen Leute, die sind mehr universell, mehr interaktiv, familiär miteinander über die ganze Welt. Und ich habe das Gefühl, Internet ist sogar eine Manifestation von dieser innerlichen kollektiven Bewusstsein, das durch die Technologie kommt. Und die Leute sind, man sieht, die Leute sind wirklich miteinander verbunden. Und ja, es hat eine Weile gedauert und dann habe ich wirklich Freude gespürt am Leben. Ich habe immer, weil meine Eltern waren Alkoholiker, und ich bin aufgewachsen mit dieser Idee, dass sozial zu sein, mit anderen Menschen umzugehen, muss man so intoxikiert sein, so ein bisschen, wie man sagt, beräuscht oder wie. Und dann bin ich drauf gekommen, es muss nicht so sein. Man kann innerlich diese Freiheit und Lustigkeit haben, diese Gefühle von so mit anderen Leuten umzugehen. Und es ist nicht, man braucht keine äußerliche Hilfe. Und ja, dann habe ich, dann bin ich nach Europa gezogen, umgezogen. Eigentlich die Gründerin von Sahaja Yoga, Sri Mataji. Ich habe sie mehrmals getroffen. Einmal bin ich nach Indien geflogen und sie ist nach Vancouver gekommen. Und sie hat mir vorgeschlagen, ich könnte nach Indien kommen und auf so eine Yoga-Reise. Und es war wirklich unglaublich. Und dann habe ich dort meine zukünftige Frau kennengelernt, die eigentlich nicht Inderin ist, sondern Österreicherin. Und dadurch bin ich nach Österreich gekommen. So, damals, als ich zu Sahaja Yoga gekommen bin, wir waren nur ein paar Leute in Nordamerika, die das regelmäßig gemacht haben, sogenannte Sahaja Yogis, Sahaja Yoga praktiziert. Und das war ganz spannend, weil wir haben viele neue Sachen gelernt. Srimadhiji war damals in London und wir haben dann die Information rübergeschickt bekommen. Es gab kein Internet damals, aber es gab eine Frau aus London in Vancouver, eine Sahaja Yogini. Und wir haben dann alle diese neuen Sachen gelernt und auch so live irgendwie, als Srimadhiji neue Sachen erzählt hat in England, haben wir das dann miterlebt in Vancouver. Und ja, nach ein paar Monaten, ich habe dann zusammen meditiert mit diesen Leuten und neue Sachen ausprobiert, neue Erfahrungen und in der Meditation und neue Informationen über unsere Existenz und wie wir innerlich aufgebaut sind und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und ja, nach ein paar Monaten sind alle, wir waren nur ein paar Leute in Vancouver dort und die sind alle abgereist nach Indien, auf eine India-Tour. Und ich habe nicht genug Geld gehabt und dann habe ich irgendwie gespart und bin ein bisschen später nachgefahren. Und das war meine erste große Reise und es war wirklich unglaublich, weil man hat in Indien gespürt, diese coole, subtile Vibrationen hat man überall gespürt. Nicht so viel in der Stadt, in der Großstadt vielleicht, aber am Land hat man von der Erde und in der Luft diese coole Brise, diese leichte Schwingungen gespürt, was man spürt, wenn diese Energie, Kundalini-Energie in der Wirbelsäule aufsteigt. Und es war wirklich unglaublich. Und dann habe ich gleichzeitig viele Sahaja-Yogis von anderen Ländern kennengelernt. Wir waren unterwegs in Mumbai angefangen, damals war es Bombay, mit Zug hinauf nach Delhi. Sri Mataji hat öffentliche Programme in große Zelte überall in der Stadt gemacht. Ich glaube, es waren 5 oder 6 so große Programme. Und
Und wir haben dann mit indischen Yogis, Sahaja-Yogis gelebt. Und dann sind wir in die Himalayan Foothills hinaufgereist, haben einen kleinen Ausflug gemacht. Und überall, wo wir hingegangen sind, waren wirklich so ein Kontrast. Im Westen gibt es andere Qualitäten, aber diese innerliche Qualität, diese subtile Qualität, gibt es wirklich in Indien. Und nach einem Monat war ich wirklich so leicht wie ein Feder. Ich habe diese viele Probleme in mir sind gelöst, Blockaden und so in meinem subtilen System. Und ja, ich war wie neu. Ich bin dann wieder in den Westen geflogen und wie ein neuer Mensch halt. So, ja, weiter mit meiner spirituellen Reise. Ich war Anfang 83 zu meinem 25. Geburtstag in Indien unterwegs. Und dann bin ich wieder nach Kanada gekommen und unsere kleine Gruppe ist wieder nach Kanada gekommen aus Indien. Und ich glaube, damals waren wir ein paar Leute in Vancouver, Sahaja Yoga praktizieren, und in Boston waren ein paar. Und einer von uns aus Vancouver ist nach Toronto gegangen. So, es war wirklich, wirklich am Anfang damals, Pionierzeit. So, ja, nach meiner ersten großen Reise hinaus in die Welt, nach Indien, wir haben ein ganz tolles Haus bekommen auf der Bergseite in Vancouver, mit Blick über das Meer und alles auf der Stadt. Und dann ist Srimadhiji hat geplant, hinzukommen, um ein öffentliches Programm zu machen. Und ein paar Sahaja-Yogis sind von anderen Ländern gekommen, zu mithelfen, zu organisieren. Und Srimadhiji ist angekommen und ich habe die Ehre, hier in einen großen Mietwagen herumzuführen. Sie hat ein TV-Interview gemacht einmal. Und ja, wir waren viel unterwegs. Und damals ist mein Vater zum öffentlichen Programm gekommen. Und er hat diese subtilen Schwingungen auch gespürt, dieses Aufsteigen von Kundalini in der Wirbelsäule und dann diese Schwingungen, diese kühle Brise in seine Hände und auf seinen Kopf gespürt, ganz deutlich. Was eigentlich ein Wunder war, weil er hat sein ganzes Leben Zigaretten geraucht. Und normalerweise spürt man durch diese Nerven, spürt man diese subtile Erlebnis nicht. Und nach dem Programm hat Srimadhiji ihm gegrüßt, hat seine Hand genommen und gefragt, wie es ihm geht. Und nachher sein ganzes Leben, er ist jetzt nicht mehr bei uns, aber er hat immer sehr respektvoll von Srimadhiji geredet. Er hat nicht verstanden, so wie ich, dass man eigentlich meditieren soll, regelmäßig, um das aufzubauen, um das zu verstärken, aber er hat es wirklich genossen und respektiert, das Ganze. Und ja, Srimadhiji hat dann bei uns gewohnt im Haus, in unser schönes Haus, Ashram haben wir das genannt. Und einen Abend ist meine Mutter auch gekommen, ist bei uns gesessen im Wohnzimmer, auf dem Boden gesessen mit mir. Und Srimadhiji hat so wie eine Mutter wirklich über verschiedene Sachen geredet, über die Bevölkerung und die Probleme von diesem Platz, dieses Land und so. Und viele Witze erzählt. Und es war wirklich ein ganz schönes Erlebnis. Und dann ist sie weitergeflogen. Damals hat sie fast jeden dritten, vierten Tag, mindestens jede Woche, irgendwo anders ein Public Program gemacht. Sie war dauernd unterwegs über die ganze Welt. Und ja, das war wirklich schön. Innerhalb von einem Jahr habe ich sie in Indien zum ersten Mal kennengelernt und dann bei mir zu Hause. Es war wirklich ein schönes Erlebnis. So, ja, meine Reise ist dann weitergegangen und ich erzähle ein bisschen, wie ich bin jetzt seit 6 Wochen, vor 6 Wochen habe ich meine 30 Jahre Hochzeitstag gehabt
Und meine Frau und ich haben uns in Indien kennengelernt. Meine Frau ist Wienerin, sie kommt aus Wien. Und das war meine zweite Reise in Indien. Das war am Ende 1985. Und ich habe gewusst, dass man eigentlich in Sahaja Yoga durch diese subtilen Schwingungen ist es möglich, eine ideale Partner oder Partnerin zu finden. In meinem Fall eine Partnerin. Und ich wollte das probieren, ob das bei mir geht. Ich habe einfach meinen Namen irgendwie ausgefüllt und so eine Application. Und ich war dann in Indien und Srimataji hat, könnte man sagen, sie hat vibratorisch jemand für mich gefunden. Und ich habe sie kennengelernt dann am Anfang von dieser Tour. Und sie heißt Brigitte und war ziemlich scheu. Ich habe gedacht, okay. ja, ich meine, ich war nie, ich habe gespürt, ich habe schon 2, 3 Jahre meditiert und ich habe gewusst, dass Menschen können einander spüren auf einer subtilen Ebene. Es ist nicht so, wie normalerweise verwenden wir nur unser Ego und Conditionings, unsere Bedingungen, wenn wir jemanden sehen und kennenlernen und denken vielleicht, ja, uns verlieben, es passiert was im Herz. Aber ich war auf dieser subtilen Ebene, habe ich auf jeder Ebene in mir spüren können, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann und was spürt dieser Mensch, wie fühlt sich dieser Mensch an, irgendwie, auf einer subtilen Ebene, nicht nur so mental oder nur im Herz. So, ja, ich habe die Brigitte kennengelernt und wir haben uns entschieden zu heiraten. Und es gab eine kollektive Zeremonie, so ein Indisch. Es war unglaublich schön. Ich habe einen kleinen Teil auf YouTube gegeben. Wirklich mit dem Indischen Ozean und am Meer, am Strand. Und wunderschöne Farben und traditionelle Zeremonie. Und ja, meine Frau und ich sind jetzt 30 Jahre zusammen. Und wir passen wirklich haargenau. Wir haben genau dasselbe Interessen und Gefühle über das Leben. Und wir haben dann einen Sohn bekommen und er ist gewachsen. Er studiert jetzt in Vancouver. Und es hat unser Leben so bereichert, weil allein kann man schon vieles erreichen durch Meditation und so und durch seine eigenen Erfahrungen und mit dem Leben mit anderen Menschen helfen, andere Menschen aufzusteigen, könnte man sagen. Aber wenn man eine Partnerin hat, wo man täglich Feedback gibt und was man Neues spürt, neue Entwicklungen und Entdeckungen und so. Das ist wirklich unglaublich, weil man baut einander auf. Und es ist nicht nur mental aufbauen oder emotional aufbauen, es ist wirklich subtil. Man hat dauernd so Aha-Erlebnisse. Und es geht weiter und weiter und diese Tiefe wird immer stärker. Und ja, ich kann nur sagen, dass meine Ehe durch Sahaja Yoga ist wirklich eine tolle Sache. So, ja, ich habe in Indien geheiratet. Meine Frau aus Österreich ist wieder nach Österreich gegangen und ich bin nach Hause nach Vancouver. Habe meine Arbeit dort abgewickelt und so. Und meine Mutter erzählt, dass ich geheiratet habe. Sie hat sich sehr gefreut, weil sie hat mir sogar gesagt, sie hat gespürt, wenn ich
wegfahre. Ich werde dann vielleicht eine Frau finden. Und es hat gestimmt. Sie hat es gespürt. Und ja, nach ein paar Monaten bin ich dann nach Europa umgezogen. Und das war in 86. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis, weil eigentlich in Wien hat sich Saj Yoga so entwickelt, so schnell entwickelt, dass im selben Jahr, wo ich Selbstverwirklichung in Vancouver bekommen habe, hat das auch angefangen in Wien, in Österreich. Und, aber es hat sich sehr langsam in Kanada entwickelt. Und in 86, als ich in Österreich angekommen bin, es waren so viele meditierende Leute, so viele Saj-Yogis. Und es war so viel los. Und es war schön, weil Sri Mataji hat in Europa gelebt. Und man konnte sie dauernd sehen, irgendwo, die Länder sind so nah. Und man könnte herumreisen und Sri Mataji sehen beim öffentlichen Programmen und so. Ja, so ich bin angekommen und es gab gleich eine große Ereignis in Österreich, eine internationale Feier. Es hat Guru Puja geheißen und die österreichischen Saj-Yogis waren ganz fleißig, es zu organisieren und schöne Sachen zu machen, von dekorieren bis alles mögliche, öffentliche Programme zu organisieren. Und ich bin angekommen und habe mein neues Leben als Ehemann angefangen. Und es war wirklich so schön, weil in Kanada hat man das Gefühl, man war ein bisschen abgeschnitten von dieser internationalen Szene. Und das dauert mit Sri Mataji so nahe sein, einfach. Und ja, nach dieser Guru Puja und öffentlichen Programm bin ich in ein Auto gehüpft mit zwei Männern in meinem Alter, so um 27. Und wir sind dann einfach von Wien nach London gefahren im Auto und durch verschiedene Länder. In Kanada kann man tagelang fahren und ist noch immer in Kanada. Und dann haben wir ein Programm erlebt in London, in der Nähe von London mit Sri Mataji. Und ja, es war dauernd irgendwas los. Und irgendwann war ich bei einem Programm in Budapest, in der Nähe von Wien. Und meine Frau hat herausgefunden, dass Sri Mataji einen bestimmten Flug nimmt von Budapest nach Prag. Und Sri Mataji war immer bei irgendwelchen Yogis oder ein Mann oder Frau, normalerweise ein oder zwei Frauen, mit begleitet. Und ich glaube, es waren fünf Saj-Yogis gebucht, mitzufliegen von Budapest nach Prag. So meine Frau hat mich mitgebucht. Und dann bin ich im Flugzeug mit Sri Mataji geflogen. Das war ein ganz schönes Erlebnis. Damals war alles nicht so busy in Europa. In 86 war alles noch ziemlich nicht so überfüllt mit Menschen. Und zum Beispiel am Flughafen waren nur ein paar Leute dort. Und wir waren ganz nah zu Sri Mataji. Und dann im Flugzeug bin ich auch nah zu Sri Mataji gesessen. Und ich habe etwas Tolles erlebt, weil ich habe immer irgendwie ein Gebet gehabt, dass ich wirklich diese reine Aufmerksamkeit und reine Wunsch in mir verstärkt wird. Und ich habe immer oft diese Gebet gesagt, auch an Sri Mataji. Und ich habe es nur so gewohnt in mir gesagt, in meine Gedanken. Und auf einmal hat Sri Mataji mich angeschaut. Und Elsa zu fragen, ja, was wolltest du? Und dann war ich ganz scheu, ich habe aufgehört, das zu denken. Und dann ist sie wieder, sie hat meditiert, glaube ich, sie hat die Augen zugehabt. Dann ist sie wieder weggeschaut und hat die Augen wieder zugemacht. Und ich habe an diesem Punkt wirklich gespürt, wie Sri Mataji alles spürt und weiß, was sie hat oft gesagt, dass Liebe weiß alles, weil diese Schwingungen, diese subtilen Vibrationen sind eigentlich
die kommen von dieser universellen Liebe, dieser durchdringende Kraft. Und wenn man auf diese Ebene kommt, dann kann man alles wissen eigentlich. Es ist nicht so Gedankenlesen, aber wirklich, ja. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. So, ja, ich war neu in Europa, etabliert, könnte man sagen. Und dann sind wir nach ein paar Monaten wieder nach Indien geflogen. Es war normalerweise, gab es zu Weihnachtszeit so Indienreisen durch Dörfer in Zentralindien oder, ja, das war am Ende 86. Und wir waren dann wieder am Strand dort, wo wir waren. Es ist südlich von Mumbai. Und ich habe was ganz Tolles erlebt, weil es waren dann zu dieser Zeit viele, viele Sahaja-Yogis in der Welt. Und viele sind dann auf diese Indienreisen gekommen. So viele Hunderte. Und es war einmal am Abend zu dieser Ortschaft. Damals, jetzt ist es ein bisschen mehr aufgebaut. Aber damals war es ganz wild. Es war direkt am Strand. Und so nur die Palmen. Und es wird so kurzfristig eine Bühne aufgebaut und eine Stoffdecke. Und am Abend gab es ein Musikprogramm. Shri Mataji war noch nicht dort. Und ich bin kurz weggegangen von den Mengen. Haben die Beine gestreckt. Und dann habe ich durch die Dunkelheit in der Entfernung gesehen, es gibt Licht und ich habe ein bisschen Musik von der anderen Richtung gehört. Und es war so ein nicht asphaltierte Straße durch den Wald. Dann bin ich ein bisschen weitergegangen und ich habe gesehen, manchmal ist Shri Mataji unterwegs auf so einem Waggon, so mit so ein Bullock-Cart heißt es, wo die Kühe ziehen einen Waggon, so einen Holzwagen. Und ja, durch Dörfer ist sie manchmal so gegangen. Dann bin ich drauf gekommen, sie kommt mit Musik und Licht mit indischen Menschen aus der Gegend. Und dann bin ich auf der Straßenseite gestanden, auf diesem Weg. Und dann ist sie immer näher gekommen. Ich habe sie gesehen von der Entfernung und ich habe nur Freude gespürt durch meinen ganzen Körper. Ich war so komplett gedankenfrei und voll bewusst und gestrahlt mit Freude. Und ein Fotograf ist gekommen und ist stehen geblieben und hat gesagt, oh, was spüren Sie, wenn Sie in diese Richtung schauen zu Shri Mataji. Ich habe gesagt, mit Freude. Und er hat gesagt, it is written all over your face. Und er hat es einfach gesehen, dass diese Ausstrahlung. Und er ist weitergegangen. Ich bin dort gestanden. Es ist immer näher gekommen, die Musik und Lichter und tanzende Leute und Shri Mataji auf dieser Bullock Cart. Und ich glaube, zwei Freunde von mir sind draufgekommen. Irgendwie, die sind auch von dieser Bühne gegen hergelaufen, die sind neben mir gestanden. Wir waren nur diese drei Westliche auf diesem Waldweg gestanden und Shri Mataji ist gekommen und die Inder haben getanzt und Musik und Trommeln und sie ist an uns vorbeigegangen und dann hat sie mich ganz kurz so angeschaut und mich angelächelt. Es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Ja, so ich war eine Weile in Europa schon und damals, die alle wissen, bis 89 gab dieser Ostblock, diese kommunistische, von Russland kontrollierte Gegend von Europa und zu dieser Zeit ist im Sommer 89 ist Shri Mataji zum ersten Mal nach Russland gefahren, um Sahaja-Yoga zu verbreiten. Und wir haben eine ganz tolle Abenteuer gehabt, weil wir waren oft, jeden Monat haben wir Shri Mataji irgendwo gesehen in Europa.
Und dann hat meine Frau zum Diplom Geschenk von ihrem Vater ein neues Auto bekommen. Und wir sind dann überall gefahren im Sommer, nach Italien und in der Schweiz und überall Schumacher gesehen beim Programmen und so. Und dann hat es geheißen, dass Schumacher nach Russland, nach Finnland und Russland fliegt. Dann sind wir zum Programm in der Schweiz. Und während Schumacher in England war, sind wir hinaufgefahren mit zwei Autos, ein Auto aus Rom und unser Auto aus Wien. Wir waren 14 Sajyogis unterwegs, sind hinaufgefahren durch Schweden nach Finnland. Und Shumadaji ist angekommen, hat ein öffentliches Programm dort gemacht. Und es waren nur ein paar Sajyogis dort und die haben kein Auto gehabt, so die haben unser Auto verwendet für Shumadaji. Was ganz toll war, war, Shumadaji hat diese ganz tolle, starke Vibrationen. Und überall, wo sie hingegangen ist, hat man diese coole Brise und diese Leichtigkeit gespürt und Freude. Man hat oft weinen müssen, weil das Herz ist so aufgegangen, sobald man sich sieht. Und auch im Flughafen sind die normale Leute manchmal stehen geblieben und haben Shumadaji so erlebt, ohne zu wissen, was los war. Ja, Shumadaji ist in unser Auto gefahren, was toll ist, weil nachher war unser Auto schön vibriert. Und dann ist sie nach, damals hat es Leningrad geheißen. Und wir waren dann mit zwei Autos über die Grenze. Wir haben irgendwie Visen bekommen für jede in Helsinki. Und dann auf der Grenze, es war neu, diese Perestroika war irgendwie neu und wir sind alle angekommen. So junge Leute, ganz eifrig. Die Security-Menschen auf der Grenze, russisch Militär, haben alles angeschaut und gesagt, okay, ihr dürft weiterfahren. Und das war unglaublich, weil damals gab es, wir haben erlebt, dass die Leute fast nichts gehabt haben. Wir sind so ein Lebensmittelgeschäft gefahren und es war eine große, so eine Glasvitrine und nur ein paar Stück so Sausage oder irgendwas drinnen. Und wir haben dann nicht so leicht so Diesel bekommen, so Benzin. Aber es war ganz toll. In Leningrad hat Shumadaji ein großes Programm gemacht. Es waren ein paar Yogis damals dort schon in Russland. Und die haben ein großes Theater oder sowas gemietet, ein Stadion. Und es war boomvoll. Die Leute waren so begeistert. Ich glaube, die haben Shumadaji's Bild in der Zeitung gesehen und tausende Leute sind gekommen. Und wir haben wirklich erlebt, dass die Russen, ich weiß nicht, die meisten Leute wissen das wahrscheinlich nicht, aber die sind wirklich so sensible, traditionelle Menschen. Und die spüren, die haben lange unter diesem Kommunismus gelebt mit wenig. Die haben keinen Materialismus wirklich gehabt und die haben wirklich gelernt, miteinander zu leben und so und das Leben zu genießen. Und die haben diese starke, subtile Vibration so schnell gespürt und so stark. Und Shumadaji, es waren so viele Leute, es gab ein Programm am nächsten Abend in diesem Stadion, aber Shumadaji hat alle gesagt am ersten Abend, sie wird extra früher kommen, und irgendwo draußen die Menschen treffen. Und wir sind dann am Nachmittag hingegangen. Shumadaji war dort. Wir sind auf die Stufen gesessen, glaube ich. Shumadaji hat einen Stuhl gehabt. Und die Menschen sind gekommen. Und ich habe auf eine alte Frau so die Kundalini gehoben, ein bisschen auf ihre Vibrationen gearbeitet. So. Und sie hat so gestrahlt nachher, diese alte, arme Frau. Und wie ein Baby, könnte man sagen. Und sie hat meine Hand genommen und versucht mich zu bedanken auf Russisch. Und dann hat sie mich, ich habe geholfen beim Filmen mit Kamera am Abend. Und sie hat mich dann unter die Mengen gefunden, diese alte Frau, und sie hat mir einen Apfel gegeben, so ganz lieb. Dann habe ich später erfahren, dass es schwierig war, irgendwie Apfel zu bekommen zu dieser Zeit.
Sie hat das Kostbares gefunden, zu mir gebracht, mich gefunden, wiedergefunden. Und wir sind weitergereist nach Moskau. Und damals, es war kurz, es ist gerade aufgegangen, und die haben keine tolle, so materielle Dinge gehabt. Die hatten, ein paar Jahre später, 4 Jahre später bin ich hingefahren, es gab überall so Mercedes und BMWs. Und große Plakaten für Waschmaschinen und so, aber in 89 war überhaupt nichts dort. Die haben diese alte kleine Autos gehabt, Turbans. Und wir haben kein tolles Auto, so ein Renault 19. Sind wir unterwegs, meine Frau und ich und unsere Freunde, und alle haben unser Auto angeschaut, als ob es von einem anderen Planet war. Und ja, es war wirklich ganz toll, und nach dem großen Programm wieder in ein Stadion. Ich bin mit dir wieder in unser Auto gefahren, das war schön. Und die ganze Zeit unterwegs in Russland waren die Vibrationen so klar. Ich bin durch die Nacht gefahren und ich habe gespürt, meine Kundalini war ganz oben. Ich war ganz wach die ganze Zeit. Und sobald wir wieder nach Europa gekommen sind mit, ich weiß nicht, diese verschiedenen komischen Schwingungen, ich weiß nicht, verschiedene Probleme, was wir da haben, habe ich überhaupt nicht wach bleiben können. Die Augen sind so gegangen und so. Und ich wollte das nur erwähnen, weil ja, es ist wirklich in Russland ein bisschen wie in Indien, könnte man sagen, diese schönen Schwingungen und diese schönen Traditionen sind im Herzen von den Menschen. Und es ist wirklich ein schöner Platz noch, glaube ich. So, ja, meine Frau und ich das war in 89, waren wir in Moskau und Leningrad mit Srimadiji. Und wir sind zurückgekommen nach Wien. Und dann haben wir durch meine Schwägerin gehört, die noch in Moskau war, dass Srimadiji hat uns vorgeschlagen, Brigitte und ich, nach Frankfurt umzuziehen. Und es waren ein paar Sahaja-Yogis dort, so eine kleine Gruppe. Und wir sind kurz, ich bin hingezogen, meine Frau hat noch in Wien gearbeitet. Und dann hat Srimadiji meine Frau bei einem Programm in Italien gesehen, Anfang November oder Ende Oktober. Und sie wollte uns, weil wir sind eigentlich beide Künstler, und sie wollte uns helfen, irgendwie Business aufzubauen mit Kunst und irgendwie Kunst mit diesen schönen Vibrationen zu verbreiten oder Vibrationen zu verbreiten durch den Kunst. Und dann Srimadiji hat meine Frau gesagt, Srimadiji hat in London gewohnt, meine Frau soll Srimadiji anrufen. So meine Frau hat Srimadiji angerufen und sie hat gesagt, wir können kommen, es gab ein Landhaus, ein Besitz von Srimadiji, das irgendwie ein Zentrum, so ein Yoga-Zentrum war am Land, in der Nähe von Cambridge. Und wir sollten hinkommen. So meine Frau hat mich in Frankfurt abgeholt und wir sind nach England gefahren. Und Srimadiji war wirklich so großzügig und hat immer an das Wohlwollen und das von den Menschen gedacht und die Verbreitung von Sahaja Yoga, weil es diese tiefe, subtile Wohlstand bringt zu den Menschen. Und ja, so wir sind angekommen in Shooting Camps in der Nähe von Cambridge. Und Srimadiji hat für uns 50 Ölgemälde gekauft und hat vorgeschlagen, dass wir sie mitnehmen nach Wien und irgendwie ein Kunstgeschäft machen. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Und wir haben dann ein Lokal gemietet in Wien. Und wir haben auch schöne Kunst, so Handicrafts auch aus Indien importiert. Und Srimadiji hat uns immer Vorschläge gegeben, was wir machen können. Weil sie hat uns innerlich gekannt irgendwie. Und sie hat gemeint, weil ich so gut mit Holz bin, es wäre gut, wenn ich Bilderrahmen mache. So wir haben Bilderrahmen gemacht. Brigitte hat hier Keramikarbeit
weiter aufgebaut, so Keramikkunst. Und wir haben importiert aus Indien. Und dann ist unser Sohn geboren zu dieser Zeit. Und es war wirklich so eine sehr kreative Zeit. Und wir haben immer wieder versucht, Trimatagy zurückzuzahlen für diese Gemälde. Und sie hat nur gemeint, nein, 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 wir sollen mehr kaufen und weitermachen, weitermachen. Und dann, nach vielen Jahren, habe ich wirklich gespürt, na, jetzt wollen wir das an sie zurückgeben. Und ich habe es einfach überwiesen auf ihr Konto in London. Und ich habe einen Brief geschickt, sie war unterwegs irgendwo in Ägypten oder irgendwo. Und sie hat meinen Brief bekommen und jemand hat es gelesen. Und es war, teilweise habe ich erklärt, dass wir das zurückzahlen wollten. Und auch habe ich ein bisschen ein kleines Gedicht dazu geschrieben. Ich weiß nur, der letzte Satz war über Wien, dass mein Wunsch ist, dass die Straßen von Wien überflutet werden, so wie ein Fluss von diesen tollen Vibrationen, von diesen göttlichen Vibrationen. Und sie hat, dann ist es zu mir zurückgekommen, dass sie hat gespürt, dieser Brief hat so tolle Vibrationen, dass sie nimmt das Geld an. Und das war das Ende von dieser. Und dann haben wir natürlich weitergemacht mit der Kunst. Und bis jetzt ist meine Frau eigentlich weltberühmt geworden mit ihrer Keramik. Und ich habe viele Kinderbücher geschrieben und es baut sich immer weiter auf mit der Kreativität. Ich habe vor vielen Jahren ein ganz tiefes Erlebnis gehabt in Mitte von Wien. Wir haben eine Wohnung im dritten Bezirk zwischen Stadtpark und Belvedere, im Botschaftsviertel dort. Und irgendwie sind die Vibrationen sehr besonders dort, sehr, sehr leicht und bringen viel Inspiration. Ich habe in der Früh meditiert und Trimatagy hat vor kurzem vorher gesagt, sie kommt nach Österreich und sie wird Österreich segnen irgendwie. Und dann habe ich an diesem Tag zeitig in der Früh meditiert und diese Worte, diese Botschaft von Trimatagy gedacht. Und sie wollte eine Zeremonie, ich meine, so ein Event machen für Sri Ganesha, diese Qualität von Sri Ganesha, diese Unschuld und so. Und Trimatagy hat immer diese Qualität geliebt, wirklich Kinder geliebt und die ganze Geschichte von Sri Ganesha und diese Anwesenheit von Sri Ganesha, diese Unschuld und Weisheit und Spontanität und Schönheit. Und dann ist mir eingefallen, oh, sie will irgendwie diese Qualität von Sri Ganesha verbreiten da in Österreich. Das ist ein großer Segen für Österreich und es wird einfach so viel Schönheit und Spontanität und diese kindliche Qualitäten geben, hoffentlich. So ausgestrahlt. Und dann habe ich wirklich gespürt, diese Präsenz, diese Gegenwart von Sri Ganesha, von dieser Deität und dieser Qualität. Und das, ich habe gespürt, dass plötzlich, weil wenn man an ein Baby denkt, ist ein Baby ganz klein. Aber diese Qualität von, diese kindliche Qualität ist durchdringend durch die ganze Schöpfung eigentlich. Und dann habe ich gespürt, wie diese Qualität wächst in mir und im Zimmer. Es war eine kleine Zimmer in Wohnung und es ist irgendwie vergrößert, das Ganze. Das heißt, die Schöpfung wird vergrößert durch diese Qualität, diese göttliche Qualität von dieser Urqualität von der Ganesha oder dieser Unschuld. Und dann habe ich das angefangen aufzuschreiben, was ich gespürt habe. Und es war wirklich, als ob ich vor mir ist oder in mir ist eine Deität gestanden und ich habe wirklich erkennen können, was es überhaupt bedeutet. Und in diesem Fall Sri Ganesha und diese, ich habe geschrieben, dass ich erkenne jetzt, dass man muss nur Gott so humbly
beten und dann geduldig warten, bis dieser Wunsch erfüllt wird. Das ist alles. Man muss nichts mehr machen. Und dass diese ganzen Qualitäten dann kommen und enden das Leben und die ganze Welt. Und das ist irgendwie noch weitergegangen. Und dann habe ich das aufgeschrieben und Shimadaji geschickt und jemand hat es ihr gelesen dann das war, wo war das? In Tirol. Es gab dieses große Event im Hotel, im Zimmer. Und Shimadaji hat mich am Ende des Wochenendes dann im Hotellobby gesehen. Alle sind dort gestanden mit Blumen, hunderte von Menschen. Und sie hat mich gesehen und gesagt, oh, thank you for the beautiful letter. Und das war wirklich vom Herzen, es war ein tolles Erlebnis. Ich werde es nie vergessen oder nie. Es bleibt für immer in mir. So, ja, viele Jahre später war immer wieder in Nordamerika, so beim Programm mit Shimadaji. Und ich bin gerade zurückgekommen, das war Juni 97. Und Shimadaji war noch in Amerika unterwegs. Und ich habe manchmal mitgeholfen beim Restaurierungsarbeit, so Bauarbeit und Renovierung. Jemand hat gesagt, die Fassade, Shimadaji ist nach Italien umgezogen, hat ein altes Castle gekauft, eine Burg. Und es gab viel Renovationsarbeit, Renovierungsarbeit. Und jemand hat gesagt, die machen die Fassade dann am Schluss. Ist eine große Arbeit, dauert vielleicht ein Jahr. Und ob ich mitmachen wollte. Und dann habe ich spontan entschieden, ja, ich komme mit. Wir waren ein paar junge Männer dort und es war wirklich eine tolle Gegend. So, ich meine, es ist noch immer diese Burg steht noch immer dort und ist ein Zentrum, internationales Zentrum von Sahaja Yoga. Aber damals war es alles ziemlich frisch, neu noch etwas und bin angekommen und wir waren ein paar Leute. Es hat ein paar Familien im Haus gewohnt auch. Und es gab ein riesen Gerüst auf zwei Seiten draußen. Und ich glaube, fast die ganze alte Verputz war weg. Und dann, ja, es ist losgegangen und wir haben dann so 10 Stunden am Tag gearbeitet, manchmal sieben Tage durch. Und es war irrsinnig viel Arbeit, aber sehr joyful. Und Shimadaji ist von Amerika zurückgekommen und normalerweise war sie immer unterwegs und zum ersten Mal ist sie dann, ich habe vor kurzem vorher jemand gesagt, ja, es gibt so viel los jetzt mit Sahaja Yoga in der Welt und Shimadaji wird nie Zeit haben, mit irgendjemandem so persönlich zu reden, so wie früher. Und dann auf einmal hat Shimadaji entschieden, einfach dort in Italien länger zu bleiben. Und sie war tatsächlich monatelang dort im Haus. Wir haben auch im Haus gewohnt. Und das heißt, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und dort geschlafen und so. Und Shimadaji war dauernd dort, die ganze Zeit. Und wir haben immer diese tolle Vibrationen, diese coole, leichte Vibrationen spüren können. Und das unglaublich ist, wenn man in so eine intensive, so man könnte sagen, eine göttliche Zustand ist, entwickelt sich viele Sachen innen. Und manchmal merkt man das nicht, weil man lebt dauernd in dieser Atmosphäre und erst nachher merkt man Sachen. Und zum Beispiel, ich habe noch ein paar Monate dort im Haus, bin drauf gekommen, dass ich, wenn mit Augen zu, wenn ich meditiere zum Beispiel,
wenn jemand an mir vorbeigeht, ich habe gewusst, wer das war, ohne die Augen aufzumachen. Es war wirklich dieses kollektive Bewusstsein, war, hat uns so angeschlossen. Wir waren wirklich so wie eins irgendwie. Und einmal habe ich, es war oft so am Tag auch beim Arbeit, es war wirklich so joyful, weil es war wirklich schwer Arbeit. Mein Auftrag war irgendwie, die ganze Schutt wegzunehmen, dauernd. Und es war, einmal war ich draußen am Abend, es war ziemlich spät. Und es war noch eine andere, die anderen alle sind hineingegangen zum Essen, Abendessen. Und wir haben die ganzen Sterne ganz klar gesehen. Und wir haben einfach gespürt, in diese tolle Vibrationen zu leben, auch so nah zu Srimataji. Eine Handvoll Menschen von den 6 oder 7 Milliarden Menschen in der Welt. Es war einfach unglaublich zu erkennen, diese ganze Situation war wie ein Märchen oder irgendwas. Und ja, ich glaube, ich war 5,5 Monate dort. Und meine Frau ist immer wieder gekommen von Wien. Und nachher habe ich wirklich gespürt, den Unterschied. Ich meine, ich habe gespürt, wie unsere Welt sein könnte, wenn wir weiter diese Vibrationen, diese Selbstverwirklichung verteilen. Und alle Menschen werden sich ganz gern miteinander leben und ohne diese ganze Ego-Probleme und so. Und ja, es war wirklich ein tolles Erlebnis. So wir haben noch ein wirklich tolles Langzeiterlebnis gehabt mit unserem Sohn, weil er wollte gern mit seinen Freunden zu der internationalen Sahaja Yoga Schule gehen. Es gab damals in Indien ein Projekt in einer ganz tolle Gegend in den Himalayan, so Foothills. Auf einer Bergspitze mit Blick auf die Himalayan, wirklich ganz, ganz toll. Und man muss dazu sagen, dass wenn man diese Vibrationen spüren kann und dort in der Nähe von den Himalayas geht, man spürt wirklich, es ist so wie dieses Zentrum da oben, es ist wirklich die Verbindung zu dieser durchdringenden Kraft und man spürt diese Leichtigkeit und Freude und diese coole Brise dauernd dort, diese Gegend. Und ja, unser Sohn hat es ausprobiert und er ist dann tatsächlich 7 Jahre hingegangen. Und er hat dann Freunde von der ganzen Welt gehabt, er wollte immer wieder treffen. Und die waren dann ein paar Monate jedes Mal oben und sind zurückgekommen, so lebendig und so unglaublich, so frisch und balanciert. Und er wollte immer wieder hingehen. Und natürlich haben wir ihn oft begleitet und so. Und es war eine lange, irgendwie so abenteuerliche Reise hinauf. Ich glaube, später gab es eher eine Flugverbindung irgendwie mit Kleinflugzeug. Aber wir sind so lang gefahren auf diese kleinen Bergstraßen und so. Und ich kann mich erinnern an meine erste Reise. Ich habe gedacht, es war so lang, es war nur ein paar Stunden, aber von Delhi hinauf in die Bergen. Und es war wirklich wie am Ende der Welt irgendwo, ganz oben, eigentlich in der Nähe, ein bisschen in der Nähe von Pakistan. Und wir haben uns so gefreut, jedes Mal hinaufzufahren, weil es war wirklich wie ein anderer Planet fast. So frisch und so leicht und so. Man kann es kaum beschreiben eigentlich. Der ganze Körper, der ganze Geist, alles geht auf, blüht auf und man fühlt sich so leicht und so viel Freude und ja, kaum zu beschreiben. Und ja, unser Sohn war 7 Jahre oben, ich meine immer wieder oben. Und am Schluss hat er dann angefangen in Wien in die Schule zu gehen, aber er vermisst es, er ist jetzt 24.
Und der vermisst es wirklich sehr. Der hat noch alle diese Freunde von Australien und überall Italien und Südamerika. Die sind noch immer eng befreundet und treffen sich gern irgendwo in der Welt. Und ich wünsche nur, dass ich das erleben hätte können, als ich jung war. Ja, ich wollte immer eigentlich Künstler werden und so meine Kreativität ausüben. Und ich habe, bevor ich mit Saj Yoga angefangen habe, war ich immer irgendwie blockiert. Ich konnte nie was anfangen wirklich und habe nie was wirklich gemacht. Ich habe nie wirklich gearbeitet oder Hobbys gehabt oder sowas, keine Interesse gehabt. Obwohl ich habe schon eine starke Sehnsucht gehabt, zum Beispiel zum Schreiben oder zum Malen oder Musizieren. Und ich meditiere jetzt täglich seit 34 Jahren. Und ich merke manchmal, so jede Woche oder jeden Monat gibt es neue Erlebnisse und Inspirationen, so Entwicklungen, wo ich noch stärker was spüre oder ich kann was, obwohl ich habe es nie geübt oder sowas. Und eine tolle Erlebnis habe ich auch mit meiner Frau. Sie ist sehr kreativ unterwegs. Sie ist irgendwie weltbekannt mit ihren Keramik-Statuen und so, zum Beispiel da. Und ich bin fast jeden Monat im Sommer in Italien, in dieser Gegend, wo wir uns treffen für große internationale so Saj Yoga Events, so kulturelle Events und Meditation und so. Und es hat sich so ergeben vor ein paar Jahren. Es ist wirklich für mich so ein schönes Erlebnis, weil meine Frau produziert viel und ich habe das übernommen, dann ihre Sachen hinzubringen und auszustellen. Und ich bin tatsächlich seit ein paar Jahren jeden Monat dort im Sommer. Und ich treffe dann Hunderte von so zahllosen Menschen von überall in der ganzen Welt. So ganz tolle, tiefe Menschen, die Saj Yoga gefunden haben. Und ich stehe dort mit Brigitte's wunderschönen Sachen, die übrigens ganz tolle Vibrationen ausstrahlen. Und manchmal, weil ich so gewohnt bin, ich merke das nicht. Auch bei meinen Sachen, ich spüre nicht was Besonderes. Aber bei unserem Kunststand dort ist es immer so ein tolles Erlebnis, weil die Leute kommen an und ich sehe die Gesichter, die sind so erstaunt und sie sagen, ich spüre so eine Welle von so Leichtigkeit und Freude von dieser Eck da. Und die kommen hin und schauen alles genau an. Und dann kann ich Brigitte Sachen so verkaufen und so und verbreiten. Die Leute nehmen die Sachen dann nach Hause und verschenken sie und kommen 2 Jahre später und kaufen noch mehr. Und zum Beispiel, es kommen viele Saj-Yogis aus China. Die Chinesen sind sehr, sehr sensibel, glaube ich. Und die erkennen Saj Yoga ganz leicht, weil die spüren diesen Unterschied in ihrem täglichen Leben. Und ich glaube, es werden Tausende von Saj Yogis aus China nach Westen auf Urlaub kommen. Aber ich habe gehört, es ist ein bisschen schwierig mit Visum. Aber jedenfalls. Zum Beispiel die chinesischen Yogis und Yoginis, die sind so liebend, die genießen wirklich jede Kleinigkeit, jedes kleine Erlebnis und gehen dann nach Hause und erzählen alles und zeigen alles an ihre Freunde dort. Und ich habe auch die große Privileg irgendwie gehabt, nicht nur damals auf Srimatajis auf dieser Burg zu arbeiten, sondern auch, wo wir unser Event-Gelände
So sagen zu machen, so zu verbessern. Und ich habe zum Beispiel so Holzterrassen gebaut und dann habe ich eine kleine Birthday Party Raum gemacht, so eine Stube und dann so eine Disco Kugel aufgehängt. Und es ist einfach schön, so und auch so Lautsprecher im Wald, so mit Musik, so Mozart zu spielen. Und es ist wirklich eine fabelhafte Gegend, weil ich glaube, ich lebe meine Kindheit aus irgendwie, was ich nicht gehabt habe. So einfach in einer, man könnte fast sagen, so wie ein Paradies mit so wirklich Menschen, die die tiefste Qualitäten von Menschen ausstrahlen. Und ich fühle mich so, es ist so ein Privileg, einfach dabei zu sein und mitzumachen und spontan kreativ beizutragen. Und es ist so herrlich für einen Künstler auch, der diese Gelegenheit hat, einfach so mitzumachen. So, als unser Sohn in der internationalen Saj Yoga Schule war, habe ich ihm statt jede Woche so einen Brief geschickt, habe ich ein Kapitel von einer Geschichte, so eine Abenteuergeschichte geschickt. Und ich habe angefangen ich glaube gleichzeitig hat die J.K. Rowling the Harry Potter angefangen in England. Aber ich habe was ganz anderes geschrieben, es ist über ein kleiner Bub. Er ist auch so wie ein Saj-Yogi, er kennt sich aus mit Meditieren und diese subtilen Gefühle und Kräfte. Und in der indischen Mythologie, es gibt verschiedene Götten und man könnte sagen Engeln und so göttliche Wesen. Und dann habe ich einfach eine Geschichte entwickelt mit einem kleinen Bub, der heißt Okidoki, so ein bekannter Ausdruck. Und dann habe ich angefangen mit dieser Hate Wave, das ist auch in, auf Deutsch, Okidoki in der Hasswelle. Und eigentlich in jedem Buch rettet Okidoki die ganze Welt durch seine Ehrlichkeit und seine tiefe Qualitäten und diese Qualität von Meditation und diese tiefe, starke Qualität. Und dann habe ich viele Jahre später das als Buch, die Illustrationen gemacht. Die ersten Bücher waren so schwarz-weiß. Und dann vor 2, 3 Jahren ist die Technologie hat sich zufällig entwickelt, dass Farbdrucken war plötzlich billig. Und ich wollte unbedingt ein Buch mit Farbillustrationen machen. Und dann war es möglich, das war in 2012, glaube ich. Und dann habe ich ein großes Buch, das ist mehr so ein starke, das ist mehr für Vorschulkinder. Und das ist für Leser, Kinder, die lesen können. So wie ich habe gedacht, Harry Potter war immer sehr populär und es war eigentlich nicht so, es war ziemlich wild irgendwie, so teilweise sehr scary. Und ich habe gedacht, ich mache ein Buch basiert auf diese alte indische Geschichte von Sri Rama, von diesem König. Sein Sohn ist weggeschickt in die Wildnis und er hat viele Abenteuer im Wildnis und er besiegt die Dämonen. Es gibt die Dämonenrasse. Und er ist eigentlich ein göttliches Wesen und seine Frau Sita ist auch so eine Göttin, könnte man sagen. So, ich habe einfach Okidoki eingesetzt mit einer Zeitreisemaschine und er lebt diese ganze Abenteuer, diese uralte Geschichte von Ramayana neu. Ich habe es eigentlich neu geschrieben von diesem Punkt, von einer kleinen westlichen Buch. Und die sind seit vielen Jahren in Amazon und so zu kaufen. Und ich habe viele Kinder erreicht, viele gute Feedback von Müttern zum Beispiel, dass sie das eine ganz tolle
Geschichte finden. Und es gibt auch diese Möglichkeit, dass die Kinder, weil die sind eh so sensibel, die können auch diese Vibrationen spüren. Und diese Verbindung, diese Selbstverwirklichung spüren. Ganz leicht, viel leichter, die erkennen es viel leichter als Erwachsene normalerweise. Und dieses subtile System, diese Energiezentren und das Herz, alles geht sehr schnell auf, normalerweise in Kleinkindern. Und es ist seit vielen Jahren ein schönes Erlebnis für mich, einfach das zu verteilen, diese Erlebnis zu an anderen zu geben, dass kleine Oki oben auf eine große, so in die Wolken hinaufspringen mit Freude. Und ja, unser Sohn hat das immer genossen und ich glaube, bald schreibt er seine eigene Geschichte. Er ist jetzt erwachsen. So, in meinem ersten Buch, Okidoki in die Hasswelle, das ist übersetzt von Englisch, geht der kleine Oki auf eine große Reise, Abenteuerreise. Er geht hinauf in den Wolken und trifft den König Indra. Der ist ein göttliches Wesen von der indischen Mythologie. Und geht unter den Meer und trifft den König Varuna, der den Ozean beherrscht. Und die schicken ihn auf eine Mission, um die Welt zu retten. Weil die ganze Welt wird zu heiß wegen der ganzen aufsteigende Egos von Menschen und der ganze Hass von Menschen. Und er soll einen Weg finden, um diese Hasswelle zu vernichten oder zu beseitigen irgendwie. Und da gibt es ein Tal und dann er ist unter den Ozean und dann geht er auf eine Reise am Land und er geht durch eine Großstadt. Und diese Teil, die Kapitel sind ganz kurz und groß geschrieben für Kleinkinder, dass es irgendwie das Ganze schneller geht. Und die Bilder sind auch irgendwie so auf jeder zweiten Seite oder so. So, Kapitel 14 handelt sich um Vergebung, zum Verzeihen, dass man verzeihen kann. Und heißt das Mantra der Vergebung. Oki erwachte am nächsten Morgen sehr früh, weil er sich kratzen musste. Anscheinbar haben wir die Mücken gefunden, oder sie haben uns gefunden, murmelte er. Lulu ist eine kleine Vogel, seine Freundin. Lulu gähnte und streckte sich auf Okis Schoß. Airavata ist der weiße Elefant. Er ist ein göttlicher Elefant, der normalerweise König Indra trägt. Airavata schritt noch immer gemächlich voran. Während der Nacht hatten sie zwei weitere menschliche Siedlungen passiert und nun näherten sie sich der ersten Stadt ihrer Reise. Soweit das Auge reichte, starrten sie harten Formen der von Menschenhand gemachten Gebäuden durch die morgendliche Flussnebel hindurch. Bald hörten die drei Reisende die unnatürlichen Geräusche der Autos. Sie sahen immer mehr Leute umhereilen. Es ist wie ein freudloser Tanz, der zu Krach anstatt zu Musik getanzt wird, Dr. Oki. Die Leute sahen die Reisende als eine schmutzige Jugend auf einen schmutzigen alten Elefant, nicht als Prinz Okidoki auf dem göttlichen Vehikel des Königs der Himmel. Der Stadthunde bellten sie ärgerlich an, als sie vorbeiritten. Aber Airavata winkte nur mit seinen großen weißen Ohren, die ihnen einen kühlenden Wind herüberschickten. Weiter und weiter liefen sie, bis die schwere Luft sie bremste. Oki sagte, ich bin so durstig und hungrig, wo können wir etwas zu essen und trinken finden? Sie liefen gerade an einem großen Obstmarkt vorbei, also tat Airavata das, was ihm als natürlich erschien. Er schwang seinen Rüssel zum nächsten Stand hinüber, schnappte die dicksten und schönsten Frucht und reichte sie Oki hinauf. Oki und Lulu schlangen sie hinunter. Aber noch bevor sie ihr schönes Frühstück beendet konnten,
hörten sie von unten lautes Rufen und Schreien. Oki schaute hinunter und sah in eine Menge ehrliche Gesichter, die ihn anschrien. Ein Mann mit einem schwarzen Turban und einem dicken schwarzen Bart schüttelte seine Faust. Oki verstand nicht, was sagte oder worum es überhaupt ging. Plötzlich begann der Mann, gegen Airavatas Bein zu treten. Airavata störte das zwar nicht, aber Oki reichte es jetzt. Sprang von Rücken des Elefanten hinunter und landete genau auf dem Fuß des Mannes. Dies war wiederum zu viel für den ärgerlichen Mann, der Oki am Ohr packte und ihn durch die Mengen vorziehen wollte, während etwas über das Stehlen seiner Früchte und Polizei brüllte. Das war nun zu viel für Lulu, die jetzt dem Mann mitten ins Gesicht flog und begann, an seine Nase zu picken. Jemand packte sie und steckte sie in einen Sack. Airavata blies laut durch seinen Rüssel. Es klang wie eine mächtige Trompete. Versuchte, Oki zu folgen, aber die Leute warfen ihn mit Steinen nach ihm. Die Situation begann völlig außer Kontrolle zu geraten und hätten in einem Desaster geendet, wenn nicht ein Wunder geschehen wäre. König Varuna hatte Oki eine Gunst erwiesen, eine besondere Waffe, die ihn vor aggressiven Menschen bewahren sollte. Es war ein sehr mächtiges Mantra, ein magischer Ausspruch, den Lulu beigebracht hatte, damit sie es an Oki weiterleitete. Leider hatte Lulu vergessen, ihm davon zu berichten. So ist es also nicht verwunderlich, nachdem gerufen hatte, Lulu, was sollen wir tun? Und Lulu aus dem Inneren ihres Sackes heraus antwortete, benutze die Paradakshama-Astra, die Waffe der Vergebung, dass Oki nicht die leiseste Ahnung hatte, wovon sie redete. Aber glücklicherweise fügte Lulu gerade noch rechtzeitig, bevor Oki außer Hörweite gebracht würde, hinzu, du weißt ja, sorg, dass du allen verzeihst. Oki fühlte kühle Vibrationen auf seinen Händen und auf seinem Kopf, als das hörte. Deshalb verlor keine Zeit, keinen Augenblick. Sofort nahm einen tiefen Atemzug und rief laut aus vollem Herzen, ich verzeihe jedem. Und in diesem Moment geschah das Wunder. Alle Leute rundherum wurden plötzlich still, als ob ein dickes Kissen aus dem Himmel gefallen wäre und den ganzen Krach erstickt hätte. Nicht einmal die Geräusche des hektischen Verkehrs waren mehr zu hören. Der dunkle, haarige Mann ließ Okis Ohr los und begann, dem kleinen Jugend die Hand zu küssen, während dicke Tränen aus seinen Augen kullerten. Der Mann, der Lulu gefangen hielt, öffnete den Sack und ließ sie fliegen. Die Leute zogen an ihre eigenen Ohren als eine Geste der Entschuldigung. Andere streichelten den Elefant freundlich. Wieder andere boten Oki und seine Begleitern Essen und Getränke an. Mit vielen guten Sacken beladen wurde Oki von den Leuten wieder auf den Rücken des Elefanten hinaufgeholfen. Alle lächelten und winkten und sagten, auf Wiedersehen, als die drei weiterritten entlang des Flussufers zum höchsten Punkt der Welt. Nach einer Weile des Essens und der Meditation sagte Oki, hey Lu, warum hast du mir nichts über diese Astra erzählt, diese Waffen der Verzeihung? Das habe ich gerade, antwortete sie schnell. Okay, ich verzeihe dir auch, du kleiner ungezogener Vogel. So, ich habe ja über die Jahre meine Talent für Schreiben entwickelt und ich habe immer bemerkt, durch die Meditation kann ich viel mehr Inspiration bekommen, ganz tolle Ideen manchmal. Und ich habe auch viele Gedichte geschrieben. Einmal war eine ganz tolle Zeit, meine Frau und ich waren in diesem Landhaus von Shrimadaji in der Nähe von Cambridge. Waren wir eine Weile dort
Und meine Frau hat so Vergoldungsarbeit gemacht und ich habe auch was gemacht. Und nachher waren wir in Cambridge im Dorf und wir haben eine Weile dort beim Freunde gewohnt. Und ich war ganz so aufgeblüht irgendwie. Innerlich war ich ganz balanciert und voll gefüllt mit Freude und diese schöne Atmosphäre dort am Land in England. Und dann habe ich viele kleine Sachen gemacht, so Zeichnungen und Gedichte. Und das ist jetzt ein Gedicht, das ist halt auf Englisch. Aber es handelt sich um Unschuld. Und ja, es ist ein gestresster Geschäftsmann, er will in die Arbeit gehen und da steht ein Elefant auf dem Gehsteig. Und der Gedicht heißt Innocence Wins. Geschrieben in 1987 in Cambridge. One fine morning down the street, an elephant I chanced to meet. Good day, I said, and trying to pass, spoiled my shoes in the dewy grass, for he filled the sidewalk there where he stood without a thought or care. Excuse me, sir, I'm late for work, I shouted up a bit berserk. If I'm not there by 8:30, I'll lose my job for being late. But he, the elephant, but he pretended not to hear and simply smiled from ear to ear. What's wrong with elephants these days? I cursed, my liver now ablaze. Don't you watch the stock exchange? Time is money, life is change. He waved his ears and gave a yawn and nodded to the rising sun. I've sweated all my life to be important in the company. No elephant will make me stop my ardent race to reach the top. With his trunk, he picked a rose and pushed it up against my nose. Listen here, you thoughtless brute. Perhaps you think you're being cute, but you'd better face the fact you're holding evolution back. At this remark, he seemed to grow and over me a shadow throw, a shadow cool and comforting. I wondered what was happening. Just then, I noticed in his eyes a clear blue depth like endless skies. And did or did I not there see all life, all hope, all destiny? Suddenly, I seemed to wake and gave myself a good strong shake. What is, where am, how did, said I, where is that God who made me cry? Then, wiping tears from both my eyes, I stepped back in great surprise. For there before me on the walk, a little child stood looking up. With head just slightly to one side, he sweetly watched my melting pride. I felt embarrassed by his gaze, which read me like the sun's pure rays. With smile playing on his lips, he quickly turned and off he skipped. Was it my heart that, by his whim, ran that day along with him? That was a long, long time ago, and though today I'm gray and old, I feel that child within me still, and gratefully I always will. So I can think this ist irgendwie ein Sri Ganesha, ein Geschichte über Sri Ganesha, wie diese Unschuld in die Menschen erwacht werden kann und auch wenn man ganz steif ist und alt und sehr busy, überaktiv, ist es möglich, auch durch die Natur oder durch ein Kind, diese Ganesha-Tattva, könnte man sagen, diese Ganesha-kindliche Qualität wieder erwecken. Und man kann dann in diese Frieden und diese ausgeglichene Zustand weiterleben. So, hier ist noch ein Gedicht von mir. In 2007 habe ich einen Blog gemacht, das heißt Self-Help. Und seit damals hat es über 100.000 Besucher. Und ich schreibe über tägliches Leben und auch spirituell und so. Und das ist ein Gedicht, habe ich damals für lange Zeit für Shrimadaji geschrieben. Weil Shrimadaji hat gemeint, es gibt so wenig ist über die Beschreibung von Kindern geschrieben im Westen. Und dann ist mir diese Inspiration gekommen, einfach über ein Baby zu schreiben, wie schön das ist und wie lieb und diese
die Qualitäten, die ausgestrahlt sind. So, das Gedicht, wieder auf Englisch, heißt The Universal Child. God dreamed, and in her dreams she saw the perfect form to reveal her love, in soft and tender rosy limbs, in gentle, curious, tickling buds, in plump and soothing curves that glow with generous, happiest harmony, with bright, caressing, sunny eyes and ears to hear what's pure and dear, with tiny, shiny lips and tongue which taste and sing and breathe sweetness. Into one's simplest, gracious form, the best from God was humbly born, and with each murmur, smile, and wink, the mother's heart did bound and leap. With each fumbling, curious grasp, the mother's voice was heard to laugh. And when that child was sleeping sound, the mother's tears of joy ran down. No flower, no hill, nor moonlit sea can match that deep serenity. Those soft eyelids, so calm in sleep, do lull to peace the whole world's grief, as cool and clear comes from above that heartfelt sigh of mother's love. So ich wollte ein bisschen erzählen über die Kunstwerke meiner Frau. Sie ist von der angewandte Kunst Uni in Wien. In 1989 hat ihr Diplom bekommen. Und eine von ihren erfolgreichsten Figuren, das sie macht, ist diese Sri Ganesha-Figur von Indien. Da sieht man das da so. Und sie hat, in Indien sind die, diese Figuren, die sollen Kindlichkeit ausstrahlen, aber in Indien sind die mehr männlich irgendwie, so mehr erwachsen. Aber Brigitte hat diese Talent, irgendwie diese Baby-Qualität rauszubringen, was eigentlich die Qualität von Ganesha ist. Und er ist so wie Christus, könnte man sagen, der eigene Sohn von Gott, von Gott Vater und Gott Mutter, eigentlich von Gott Mutter in diesem Fall. Und er bewacht oder er strahlt aus die Unschuld und die Weisheit, das überall vorhanden ist in dem ganzen Universum. Und ganz subtil ist er diese kindliche Qualität in Babys von jeder Spezies. Man merkt diese spielerische Qualität in Kinder und in der Tierwelt und in Menschen. Und auch in der Natur, in die Blumen, in die Bergen und alles Mögliche ist diese Qualität vorhanden. Und ja, Brigitte hat angefangen damit, damals in 1989 schon so Ganeshas zu kreieren. Und man sieht, wenn man zurückschaut, die Entwicklung. Am Anfang waren die auch irgendwie größer und mehr auch königlich, aber mehr erwachsen, könnte man sagen. Und über die Jahre sind die irgendwie so kleiner geworden und wirklich mehr wie Babys. Manchmal, wenn man so eine Ganesha-Figur nimmt ans Herz, es fühlt sich wirklich wie ein Baby an. Und ja, ich habe die große Ehre, irgendwie das zu verkaufen an Menschen beim Kunststände, an Menschen von der ganzen Welt. Und jeder freut sich so sehr. Man hat wirklich das Gefühl, man bringt ein Baby nach Hause. Und dann hat ein Baby dort stehen. Diese Atmosphäre bringt das. Und alle die verschiedenen Kunstwerke von meiner Frau strahlen diese Freude aus, diese leichte, kühle Vibrationen, diese Atmosphäre spürt man. Und so viele Menschen schreiben zurück von verschiedenen Ländern, dass dieses Objekt steht bei ihnen zu Hause und strahlt etwas aus. Die verstehen teilweise nicht, was es ist. Wenn die
wenn die nicht von Sahaja-Yoga wissen, dann wissen sie überhaupt nicht, was es ist, aber die freuen sich, dass diese Ausstrahlung gibt dann bei ihnen durch dieses Kunstobjekt. Und natürlich in Sahaja-Yoga spüren wir, dass wenn eine realisierte Seele etwas macht mit den Händen, dann kommen diese feinstofflichen Vibrationen, diese göttlichen Vibrationen hinein und dieses Objekt strahlt dann immer diese Vibrationen. Und so ist es. In 2000, meine Frau und ich waren ein Teil von einem Chor in Wien, Sahaja Yoga Chor, und wir haben die Magic Flute geübt. Und dann gab es ein großes Projekt von der ganzen Welt, so Sahaja Yogis, Musiker, Profimusiker von der ganzen Welt, zusammenzubringen in New York, um die Vorführung von der Zauberflute zu machen von Mozart. Und wir sind zu dieser Zeit sind wir eigentlich von Wien nach North Carolina umgezogen. Ich habe dort mit einem Freund so Tischlerarbeit gemacht. Und dann haben wir so ein Ford Van gekauft und wir sind rechtzeitig hinaufgefahren auf die Ostküste nach New York. Und diese Probe ist alles haben sich in am Land nördlich von New York, Stadt New York getroffen. Und so alte Indianer, so Bauernland. Und es gab ein eigenes Camping mit einem Platz zum Üben. Und es war wirklich wie im Wilden Westen, haben wir Leute mit Cellos und Violinen und alles Mögliche. Und dort haben wir geübt. Und dann sind wir aufgetreten in der Stadt New York. Ein großer Auftritt von der Zauberflute. Und das war der Anfang von unser persönlichen, so 4 Jahre waren wir dann in Nordamerika. Wir waren 1 Jahr in North Carolina. Und dann haben wir alle unsere 7 Sachen in einen großen Mietwagen, so LKW, geladen und sind 5000 Kilometer von einer Ecke zur anderen Ecke von Nordamerika gefahren, nach Vancouver. Und Brigitte hat dann ihr Visum bekommen für Kanada. Wir sind in die Prairie irgendwo über die Grenze gegangen und sie hat es gestempelt bekommen. Und es war so ein Gefühl von Freiheit, diese Prairie. Ich bin in Vancouver aufgewachsen, aber Kanada ist so groß, ich habe das nicht gekannt, diese ganze andere Gegend. Und ja, wir sind in Vancouver angekommen, das war in 2001. Und ich wollte eigentlich, ich bin in 86 weggegangen und habe nie vorgehabt, zurückzugehen, weil ich habe so viel Schreckliches erlebt. Dort, ich habe es noch irgendwie schwer im Herzen gehabt, viele dunkle Zeiten von Erlebnissen und so, von Kindheit und in meiner Jugend. Und ich wollte eigentlich nichts wie weg von dort. Und ja, dann sind wir angekommen und ich habe das Gefühl zum ersten Mal gehabt, dass ich wirklich ein anderer Mensch war, weil es hat sich so viel entwickelt in mir, so viel alte Schatten sind weggegangen durch meine Meditation von Sahaja Yoga. Und ich war so befreit, innerlich. Es war wirklich, ich bin angekommen, es war wie Disneyland. Ich habe meine Frau hingebracht zu Plätzen, wo ich gewohnt habe. Da habe ich meinen Arm gebrochen und da sind meine Eltern geschieden und alle diese verschiedenen Dinge. Und, aber es war wirklich, ich habe dann gespürt, es war ein schönes Erlebnis, weil ich habe wirklich gespürt, dass ich mich wirklich geändert habe. Und dann nach 1 Jahr oder so, ich habe dort gearbeitet und ich war jeden Tag unterwegs. Ich habe zum ersten Mal einen alten Freund von mir getroffen, zufällig auf der Straße. Und ich habe wirklich, es war so ein spirituelles Erlebnis für mich, weil meine ganze Brust war so gefüllt mit Freude und diese leichte, kühle Vibrationen. Ich bin fast von dem Boden geschwebt. Und dann, es war wirklich ein Wundertag. Ich weiß nicht, vielleicht war es irgendwas in meinem Horoskop, aber in diesem Tag, ich war jeden Tag 250 Kilometer unterwegs. Und
nur auf diesen einzigen Tag habe ich in verschiedene Teile von der Stadt und außerhalb von der Stadt alte Freunde begegnet, so auf der Straße. Es war dieser eine und dann 40 Minuten später ganz woanders noch einer. Und dann 15 Minuten später im Parkplatz noch eine enge Freund. Wir haben uns so 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann 2 Stunden später dieser selbe enge Freund auf einem Strand in eine andere Gegend. Und es war so lustig. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist das passiert? Vielleicht gibt es einen Grund. Und dieser enge Freund hat ein Klassentreffen organisiert für dieses Jahr. Und er war eigentlich ein Jahr jünger als ich. Und dann habe ich überlegt, vielleicht soll ich auch sowas unternehmen, die alten Leute zusammenzubringen. Und dann habe ich wirklich gespürt, das ist eine tolle Idee. Und dann habe ich monatelang alles organisiert und alle diese Menschen zusammengebracht. Und viele haben dann diese Erlebnis von mir bekommen, diese Kundalini-Erweckung. Und es war so ein schönes Gefühl, weil ich bin zum ersten Mal draufgekommen, weil ich habe immer diese Ablehnung von meiner Vergangenheit gehabt. Irgendwie nicht zurückschauen, es ist irgendwie so schrecklich und so. Aber ich habe dann wirklich gespürt, ich habe diese Menschen, alle diese Menschen in meiner Nachbarschaft geliebt. Es war wirklich wie eine Insel, es war so umgeben von Wald und schönen Häusern und alle sind zusammengekommen am Wochenende und irgendwie verschiedene Leute. Und dann wieder zusammengekommen und in diese spirituelle Gefühl, diese Freiheit, diese innerliche Freiheit, um das weiterzuteilen. Und es war wirklich, ich habe gespürt, dass ich habe diese Liebe war noch in mir. Und die anderen Menschen haben es dann auch natürlich gespürt und miterlebt. Und das war 2002 damals. Und jetzt haben wir uns wieder angeschlossen in eine große Gruppe und wir sind alle zusammen in Facebook. Und viele von diesen alten Freunden meditieren jetzt. Die haben Saj-Yoga probiert und es gibt so online, kann man meditieren. Und die haben ihr Leben geändert, weil die haben nicht gewusst, dass es sowas gibt überhaupt. Und ich war sehr populär damals und die haben nicht gewusst, was mit mir passiert ist. Und jetzt folgen wir einander unser tägliches Leben. Es gibt Hunderte von uns. Und von unserer alten Nachbarschaft. Und das ist einfach so, man spürt, dass wie die ganze Welt sein könnte, wenn alle, die sind alle verschiedene Typen, aber wir haben diese Verbindung von Liebe eigentlich. Und diese Liebe ist eine durchdringende Kraft, das eigentlich alles kreiert. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass irgendwann wird die Welt so sein, dass wir alle verbunden sind. Ich würde sagen, wahrscheinlich das größte Schock in meinem Leben war, als damals in 2011 Srimataji passed away, ist von uns weggegangen und meine Frau und ich haben gleichzeitig gespürt, dass sie so eine Persönlichkeit geht nicht weg, dass sie einfach noch da ist. Man spürt das ganz deutlich. Und es ist interessant mit dieser ganzen Entwicklung mit Saj-Yoga, weil in 1982, als ich das gefunden habe, war alles ziemlich neu. Srimataji hat Saj-Yoga in 1970 angefangen. Und, aber es ist so wie, ich glaube, wenn man ins Weltall geht, dann, umso weiter man von der Erdkugel weggeht, ist es irgendwie so einzigartig, diese Anfangspunkt. Und es war alles in den 80er Jahren, alles normal, es war irgendwie alles Anfang und alle waren dabei und man kommt immer wieder weiter weg von diesem Anfangspunkt und jetzt ist Srimataji nicht mehr bei uns und es ist so wie eine historische Ereignis, wenn jemand zum Beispiel in Facebook erfährt, dass ich oft bei Srimataji war, die sagen, wow, das ist unglaublich, du warst bei ihr, so persönlich auch. Ich habe mit ihr geredet und so. Und
Ik war zum Beispiel in meine Frau und ich waren sehr gern nach England, weil so wie Indien diese Kundalini-Kraft ist, im Körper der unterste Teil von Wirbelsäule, ist United Kingdom ist das Herz von der universellen Herz, könnte man sagen. Und Shrimadiji hat so lange dort gewohnt und in verschiedenen Teilen von London. Und wenn man herumfährt in London, kann man wirklich spüren, wo Shrimadiji war, wenn sie länger dort war. Und man kann zu diesen verschiedenen Adressen gehen und auch noch immer diese Vibrationen spüren von den 80er Jahren, bevor Shrimadiji nach Italien umgezogen ist. Und auch ein besonderer Teil von United Kingdom, von Großbritannien, ist Schottland, was eigentlich in Indien, man spürt, die Himalayen sind dieser Teil von dem subtilen System, dieser Ofen, wo es aufgeht, so diese all-pervading power. Und in Schottland ist es dieser Teil von Herz, das, wo diese Verbindung ist, diese göttliche Verbindung. Und wir waren jetzt im Sommer dort, letzten Sommer, und man hat wirklich das Gefühl gehabt, wenn man auf diese, es ist so wie eine höhere Ebene, irgendwie so eine Höhe, man schaut nach Europa hinunter und spürt wirklich, man ist oben in dieser Gegend, diese freie Gegend. Und wenn wir herumreisen, was wir ziemlich oft machen, man spürt das, den Unterschied zwischen früher, vor 30, 40 Jahren, dass die ganze Erde wird irgendwie leichter, die Atmosphäre wird leichter, obwohl es gibt viele Kriege und so, viele Elend. Aber gleichzeitig steigen diese Vibrationen auf, diese subtile Vibrationen, verbinden die Menschen. Und die Menschen werden mehr sensibel. Und man kann das in der Atmosphäre teilweise spüren. Und ein besonderer Platz, wo ich gern hinfahre, ich war zweimal dort jetzt seit 2011, ist, wo Shrimadiji begraben ist in Delhi, in Indien. Und man geht hin, die Vibrationen sind so umwerfend stark, das ganze innen subtile System geht auf, der ganze Brust und Kopf wird ganz still. Man spürt so starke Emotionen und einfach, man hat das Gefühl, man steht dort und wird wirklich von den größten Engeln überwacht irgendwie. Und man verbeugt sich dort und spürt nur Flüsse von Vibrationen, von dieser Leichtigkeit und Emotionen. Und ich war sowieso so oft wie möglich nach Indien, weil ich glaube, ich war 23 Mal dort oder so. Und es ist wirklich, normalerweise, wenn ich Indien verlasse, fange ich zu weinen, weil wenn verlässt diese familiäre Gefühl von, es ist so wie von zu Hause weggehen, so wie von der Mutter, von der großen Mutter irgendwie. Es ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl von, man geht in den Schlag wieder hinein, irgendwie nach Westen. Und in Indien habe ich auch das Gefühl, dass es etabliert sich mit diesen göttlichen Vibrationen schneller als im Westen irgendwie. Es hat diese Qualität einfach. Und es durchdringt in die Gesellschaft und so. Und es ist irgendwie so im Voraus irgendwie so auf dieser Ebene, auf dieser ganz noble, subtile Ebene, göttliche Ebene. Und es zeigt sich langsam mehr und mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, im Westen sind wir noch im Mittelalter, manchmal, mit diesen verschiedenen Einstellungen und so, die sind so limitiert. Aber es gibt mehr und mehr Menschen, die sehen durch diese ganze Illusion und so und spüren diese Einheit zwischen den Menschen und diese göttliche Kraft, kann man sagen.